Aber ich kenne Zelda-Spiele. Kenne Zelda-Spiele. Und ich weiß, das ist nicht das Ende. Wenn du dir denkst, der Gegner stirbt, dann kommt er noch stärker nochmal zurück. Oh mein Gott. Wird er jetzt zu einem Drachen? Oh, die Musik. Oha, oha. Jetzt kommt der richtige Fight. Also es ist in mehreren Zelda-Teilen schon gewesen, dass du denkst, der Gegner ist tot und du gehst sogar schon weg von dem Fight oder so und dann kommt auf einmal doch noch irgendwas oder doch noch eine noch stärkere Form oder so. Das ist typisch Zelda und so. Oder auch typisch viele andere Spiele. Jetzt gibt's einen Oberweltenkampf. In der Luft? Im Himmel? Boah, das sieht aber schon übel aus. Ach du Heilige. Erinnert so ein bisschen an die Verheerung, die da so am Anfang in Dings rumgeflogen ist. Boah, das sieht aber echt... Hat er auch Edelsteine auf seinem Rücken, die wir abbauen können? Drachenwandlung des Dämonenkönigs. Der Schwarzdrache. Und ich sehe es schon. Der hat so eine komische. Ach. Wir kleben einfach zwischen seinen Zähnen fest. Oh, Zelda. Komm, die anderen Drachen. Oh, das wäre mega geil, wenn jetzt alle Drachen gegen ihn kämpfen würden. In diesem Drachenfight. Kann man nicht mehr viel zu sagen, ne? Also, Tears of the Kingdom, meiner Meinung nach, einfach Breath of the Wild in nochmal geiler, nochmal besser, nochmal umfangreicher. Das hätte ich nicht gedacht, dass das jemals noch, also dass das noch machbar ist, so quasi. Jetzt noch richtig heftiger Fight. Oh, oh, aber verdammt, ich muss wirklich kämpfen. Ich glaube, ich muss die Teile treffen. Ich weiß nicht, wie ich die treffen soll.
Alter, ich treffe die von hier aus gar nicht. Da hat Miasma komplett hier. Ja. Boah, mit was muss ich die treffen? Am besten mit dem Master Schwert. Ah, jetzt kriegen meine Herzen dann auch wieder. Nice. Wenn ich weggehe von ihm. Alter. Hallo. Boah, Alter, der trifft mich gleich hier. So, wo ist der? Wie kommen wir denn wieder hoch? Ach so, jetzt kommt die an. Ich bin dummerweise gesprungen. Ja, wir hätten... Die will uns... Ja, okay, jetzt holt sie uns wieder hoch. Und jetzt können wir wieder hier weiter. Boah, das darf uns nicht treffen. Das Drachenfeuer. Elegant ausgewichen. Verdammt, verdammt, verdammt. So, hier, bam. Nimm das und jetzt schnell raus da. Jetzt geht's nämlich weiter. Wir können das nebenbei mal heilen. Aber hier verlieren wir nicht mehr so viel wie. Ich weiß noch nicht, ob wir seine Augen treffen können. Verdammt. Die probieren uns echt zu erreichen, ne? Und wenn wir zu schnell sind, dann heilen wir quasi echt an der vorbei. Und noch zwei Stellen. Wo ist das Tuli nicht dabei ist? Ich kann mich nicht boosten. Das ist so lustig, wenn man da so weggekickt wird und dann mal so rumfliegt. Okay, das ist jetzt relativ einfach, finde ich, wieder. Na, jetzt habe ich es dummerweise ein bisschen... Da ist er. Aber es ist schon cool, also... Dass wir jetzt auch quasi noch mit Zelda zusammenkämpfen, das finde ich halt mega. Auch wenn sie jetzt quasi gar nicht mehr in ihrer menschlichen Form ist. Dass sie uns jetzt hilft und so, dass man mit ihr zusammenkämpfen kann. Das ist auch immer noch so meine Hoffnung, dass sie vielleicht doch irgendwie... Ich befürchte, dass sie nicht wieder in ihre menschliche Form kommt. Es ist so... Ach. So, das waren die Teile. Jetzt geht's. Jetzt kommt gleich Blutmond. Jetzt wird's dunkel. Oh, Alter. Ja, da vorne. Da müssen wir treffen. Hier hoch. Na. Da. Oh, 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 oh. Den Mysterienstein. Bleibst du so? Boah, verdammt. Du bist einfach noch zu weit weg. Das geht auch. Wir müssen den wahrscheinlich damit schlagen.
So, ein finaler Schlag. Monster Hunter. Überhaupt mal so als Frage, was für ein Mysterienstern hat der eigentlich? Weil die hatten ja alle noch einen. Wobei es damals halt auch 6 war. Ja, Zelda, ne? Ist auch da schön. Alter! Jo, Mann. Ach, der lebt definitiv noch. Ach, der Strahl ist kleiner geworden. Ich dachte, das ist jetzt bis da hinten lang gesaust. Das ist aber einfach nur... Jo, Hauptziel von Nichtegannon. Ganondorf. Erledigt. Oh, jetzt können wir hier schön in den Sonnenuntergang reiten. Heilen wir sie doch? Oder können wir vielleicht noch mal mit ihr reden? Das stelle ich mir eher vor. Oder alle Weisen geben jetzt ihre Kraft. Zurück. Ja, er hatte den von der Königin, aber ist das nicht eigentlich der der Zeit? Und das ist der, den Zelda eigentlich auch hat. Aber... Hauptsache erstmal wieder Fanservice, kein T-Shirt an. Vielen Dank, ihr beiden. Moment mal, waren wir nicht irgendwo im Himmel gerade noch?
Da, im Sturzflug. Oh, ich krieg dich. Ich. Los. Ja, da. Zehn von zehn. Also ich find's gut. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang nicht mit gerechnet, dass Zelda wiederkommt. Ich habe gedacht, die machen vielleicht wirklich so ein Ende mit Abschied. Aber ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Ganz weit in der Vergangenheit, dem ich da alles begegnet bin. Ich habe dir so viel zu erzählen, jetzt wo ich hier bin. Wieder hier, zu Hause. Ich freue mich. Suche nach Zelda. Abgeschlossen. So, jetzt ist meine Frage, können wir jetzt einfach weiterspielen oder können wir es quasi ab dem letzten Speicherpunkt nur weiterspielen? Jetzt kommt aber erstmal noch der Abspann. So, ich lasse sowas immer gerne beim ersten Mal einmal durchlaufen, um halt auch den ganzen Leuten, die da dran gearbeitet haben und so, so ein bisschen Respekt zu zollen, weil... Ja, da haben viele drin gearbeitet und das auch tatsächlich gut. Also wenn ich das Spiel mir anschaue und wenn ich mir stattdessen zum Beispiel das Pokémon angeschaut habe, dann liegen auch ja... Also hier haben sie echt gute Arbeit gemacht. Es gibt wenig, was ich tatsächlich an dem Spiel bemängeln kann. Es hat echt Spaß gemacht. Es ist, wie gesagt, meiner Meinung nach auf jeden Fall Breath of the Wild in nochmal cooler, nochmal besser. Mehr Vielfalt,
Okay, Endfight jetzt gegen den Drachen fand ich fast ein bisschen zu einfach. Und ja, okay, das davor, es gibt immer Wege und Möglichkeiten, ne? Also man kann auch rein theoretisch eine riesen Maschine bauen und den platt machen davor oder was auch immer. Wir hätten uns noch doppelt so viel Herzen holen können, wir hätten uns noch bessere Sachen holen können, bessere Waffen vor allem auch, mit denen wir mehr Schaden gemacht hätten. Die Recken können wir noch upgraden, also wir hatten auch noch Möglichkeiten. Aber wie im letzten Teil, ich weiß es gar nicht, ob jetzt Sachen auftauchen. Wir haben ja wirklich noch gar nicht wirklich die Leunen zum Beispiel gesehen, außer jetzt im Untergrund. Die gibt es ja normalerweise aber auch noch so in der Regel auch auf der Oberwelt. Gab es zumindest im ersten Teil. Und es fehlen auch noch so ein paar Bosse, die wir noch nicht so gemacht haben. Es gibt ja noch diesen anderen Drachen da, den haben wir auch noch nie fertig gemacht. Ein paar Sachen gibt es auf jeden Fall noch zu tun. Und ohne Ende Nebenquests. Eventuell können wir uns noch ein Haus aufbauen. Landscape Art, also wer allein an den Landschaftssachen. Ja, und die haben das Spiel ja verschoben tatsächlich gehabt. Und meiner Meinung nach einfach die gute Entscheidung gewesen. Also ich weiß nicht, was sie jetzt im Nachhinein noch gemacht haben, was sie hätten vielleicht nicht gemacht. Ja. Das ist halt so. Und ich muss auch ehrlich sagen, die haben ja im Endeffekt die Grafik nicht verbessert, im Gegensatz zu Breath of the Wild. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil die Grafik war schon echt cool für die Switch. Und die haben im Endeffekt die Technik, die sie dann eingespart haben, weil sie ja natürlich Sachen optimiert haben und so, für andere Sachen, für mehr Reichweite, also man kann ja richtig weit schauen an manchen Stellen, für mehr Gegner auf einmal, mehr Sachen auf einmal benutzt und ja, das hat es natürlich dann schon nochmal deutlich schöner gemacht. Ich bin echt gespannt, ob wir jetzt gleich einfach weiterspielen können, ob es quasi oder ob wir wirklich vom letzten Spielstand. Ich hoffe, dass wir weiterspielen können, dass sich so ein klein bisschen was verändert hier und da. Klar werden wir wahrscheinlich wieder aufgefordert, den Fight zu machen. Weil den kann man tatsächlich ja immer wieder machen. Allein nur, wie viele Leute da mitgesprochen haben. Schönes Zelda, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, freut mich. Ich find's auch. Also, es gibt halt wirklich wenig, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist, ja. Synchro im Deutschen fand ich auch echt gut. So ein paar Stimmen kenne ich schon so von anderen Spielen oder von anderen Serien und so. Aber ich fand die Stimmen auch echt gut passend. Schwierigkeitsgrad erhöht sich jetzt ja so langsam bei mir. Ich habe ja, glaube ich, noch gar nicht so die stärksten Gegner überall in der Welt rumlaufen. Ich glaube, es gibt noch eine stärkere Form von jeder Art von Monstern quasi. Ich weiß nicht, ob die jetzt dann kommen. Das richtet sich aber, glaube ich, auch nach dem, wie viel Herzen man hat, glaube ich, und so. Und ja, also wenn ich jetzt mal so gesamte Spielzeit rechnen würde, sind wir vielleicht bei der Hälfte. Na, nicht. Ich glaube, es wird. Ich weiß nicht. Also es gibt noch ganze Nebenquests rein. Also wirklich so Nebenquests, die nicht aus einer einzelnen Quest bestehen, sondern mehreren Parts sozusagen und die noch ganze Geschichten erzählen und
Uns fehlen noch diese riesen Irrschlösser und Labyrinthe und für manche Schreine müssen wir noch richtig Rätselsachen lösen, um überhaupt den Schrein freizuschalten und so. Also da wartet echt noch einiges auf uns. Ja, German Wise. Magdalena Turber, Jennifer Weiss. Sprechen in vielen Animes zum Beispiel auch teilweise oder in Zeichentrickserien auch teilweise mit. Die Musik. Ganze Liste an Leuten, die ja gut gearbeitet haben. Wie viele andere Studios da noch so mitgearbeitet haben, ne? Auch was Entertainment. Mit Pictures. Mario Club. Hat der Soundtrack. Ist quasi so der Hauptproducer und Miyamoto Takahashi. Jetzt bin ich echt gespannt. Master Schwert wurde jetzt. Das ist da, wo es geheilt wird, ne? Nochmal als Bild. Ende. So, kommen wir jetzt in Titelbild oder kommen wir jetzt ins Spiel zurück? Das geht mir nach Titelbilder. Nee, es kommt noch ein Abspannsequenz. Eine gewaltige Landmasse einfach so im Himmel schweben. Die Errungenschaften der Sonau verblüffen mich immer wieder aufs Neue. Damit sind wir am Ziel. Ich danke euch, dass ihr mich hierher begleitet habt. Seht euch um.
Von hier aus kann man das ganze Königreich Hyrule bewundern. Oh, so hoch oben bin ich ja noch nie im Leben gewesen. Ja, der Ausblick ist wunderschön. Und du, Zelda, hast all die Zeit hier in den Wolken verbracht? Ja, doch an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist so, so unwirklich, dass ich jetzt mit euch hier stehe. Diesbezüglich habe ich eine Vermutung. Es waren Rauros Lichtkraft und Sonjas Macht über die Zeit. Beide haben sie Link ihre Macht geliehen, um dieses Wunder geschehen zu lassen. Sie verschwindet. Meine Zeit ist nun gekommen. Minero! Vor langer Zeit bürdeten wir künftigen Generationen eine schreckliche Plage auf. Doch ihr habt es geschafft, sie endgültig zu besiegen. Nun kann ich endlich leichten Herzens Rauro und den anderen folgen. Und Sonja wird es freuen. Minero! Und du, mein liebes Kind, bist stets in unseren Herzen. Ja, die hat ja dort einige Zeit schon verbracht in der Vergangenheit. Hat man gar nicht so gemerkt, aber es war schon ein bisschen. War da einige Tage, Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar. Ich danke euch. Ah, der Roboter. Der ist ja jetzt auch leblos. Weil das war ja ihr Körper quasi nur, ihr neuer. König Rauro. Königin Sonja. Minero. Und die Weisen aus jener Zeit. Sie wollten Hyrule nicht nur retten. Sie wollten ihm ewigen Frieden schenken. Ich werde alles daran setzen, diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt und für alle Zeit. Freunde, wir können das ganz sicher schaffen. Gemeinsam. Jetzt sieht man nochmal für die ganze Map. Weiß immer noch nicht, was da oben auf dem Dings ist. Da ist auch so was oben drauf, aber ich weiß nicht, wofür das gut ist.
Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Aber wir können es mit Sternchen fortsetzen. Ja, das ist das, was ich mir nämlich gedacht habe. Dass wir quasi von einem Ladepunkt starten. Aber jetzt haben wir ein Sternchen. Das heißt, das Spiel weiß, wir haben das Spiel einmal durchgespielt. Kann sein, dass es jetzt ein paar Veränderungen gibt hier und da. Aber wir sind natürlich jetzt wieder an dem Punkt von der Story. Ja, jetzt ist das Schloss wieder voller Miasma. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es das ja, vernichte. Kann doch suchen nach Zelda. Das ist halt, weil man es immer wieder machen kann. Aber jetzt ist es immerhin. Ja, soweit. Abgehakt. Es ist. Ich weiß nicht, ob sich jetzt ein bisschen was geändert hat. Manchmal gibt es das in Spielen. Ich weiß gar nicht, wie es bei Breath of the Wild war. Ob sich dann auch was verändert hat. Ob es dann noch irgendwelche zusätzlichen Sachen gab. Aber ja, cool. Da haben wir das Ganze durch.